Hallo ihr Lieben, heute mal wieder im Nachrichtenformat, denn es geht um eine Nachricht vom Mai 2023, die allerdings etwas betrifft, was schon länger zurückliegt. Da wurden 2015, 2016 und 2017 jeweils ein Baby ausgesetzt, die tatsächlich die gleiche Mutter haben. Also da scheint es eine Serientäterin zu geben, quasi die Kinder in die Welt setzt und sie dann aussetzt. Leider, es gab wohl für das erste Baby auch einen Videoausschnitt, wo man etwas erkennen konnte. Dann hatten sie gesagt, es wäre eine schlanke junge Frau mit braunen Haaren, aber mittlerweile gehen sie davon auch wieder zurück, weil man das auf dem Video wohl nicht so gut erkennen könnte. Und weil man ja auch nicht weiß, ob es vielleicht auch jemand war, der mit der Person verwandt war oder ein Freund oder befreundet war oder so. Es muss also nicht sein, dass es die Mutter wirklich selber war. Dann sind sie darauf gegangen, ob man vielleicht die Kleidungsstücke zuordnen kann. Eins der Babys wurde auch komplett nackt ausgesetzt, nur mit einem Handtuch umgewickelt. Ja, es ist also ein Rätsel, was die Polizei immer noch beschäftigt. Wie gesagt, der Bericht ist vom Mai 2023 und die bitten auch immer noch um Mithilfe. Also die Babys sind in Berlin-Buch ausgesetzt worden. Ich habe euch hier mal die wichtigsten Informationen bereitgestellt, die man dazu wissen sollte. Also falls ihr irgendwas wisst, ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt eine größere Reichweite habe als die Polizei, aber ich finde es doch ein wichtiges Thema, was ich doch mal aufbereiten wollte und euch da draußen auch mitteilen wollte, denn ich spreche ja viel über Wunschkinder und das ist jetzt nun mal so ganz und gar was anderes. Die drei leben übrigens bei Pflegefamilien. Das Älteste müsste jetzt auch schon 8 Jahre alt sein. Und das ist doch schon irgendwie spannend, dass man 3 Jahre hintereinander jeweils ein Kind einfach aussetzt. Allerdings ist es ja mittlerweile schon seit 6 Jahren auch nicht mehr vorgekommen. Aber wie gesagt, es ist ja eine Nachricht aus dem Kinderwunsch-Universum, denke ich mal. Deswegen dachte ich, es wäre für euch da draußen vielleicht auch ganz interessant. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr weiter solche News aus aller Welt oder auch aus Berlin und Umkreis von mir hören wollt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und bis dann.